Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Degusta-Box aus dem Monat September. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Solange der Adventskalender noch nicht geliefert wird, ich habe ihn auch leider noch nicht, haben wir immer noch die Möglichkeit, uns monatlich von 10 bis 15 Leckereien überraschen zu lassen und zahlen dafür 15,99 € pro Box und pro Monat. Und mit meinem Code Claudi könnt ihr da auch sehr, sehr gerne ein bisschen was drauf sparen. Ich glaube, das sind 5 Euro. Und ja, genau. Ich bekomme sie in Kooperation zugeschickt und darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal rein. Und sie ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir haben dieses Mal auch sehr viel Getränke drin. Und ich stelle sie mal kurz ab. Ja, bin ich mal gespannt drauf. Also hier ist direkt schon mal am Anfang ein Flyer, wo es halt um den Adventskalender geht. Den verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Ne? Dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt und Alternativen und ein bisschen Werbung. So finanziert sich halt auch irgendwo die Box. Haben wir hier Hip drin? Das wäre ja ziemlich cool. Aber halt für die, die keine Kinder haben, ein bisschen, mal gucken. Noch ein bisschen mehr Werbung und dann starten wir mit einem Finisher. Für Salat und Bowls, Dressing, Dips und Soßen, Food Finisher mit aromatischen Kräutern, streue mich aufs fertige Gericht und genieße. Circa ein Teelöffel. Okay, von welcher Firma ist das? Das ist auch irgendein Koch, ne? Luis Diaz steht hier hinten drauf. 80 Gramm sind hier drin. Das würde ich mir tatsächlich umfüllen. Also das würde ich jetzt nicht so quasi irgendwo lagern. Auch wenn du hier ja diesen Wiederverschluss hast und das theoretisch ja da sehr flach ist und eigentlich schön zu verstauen. Ich mag das lieber, wenn ich zum Beispiel die Gewürze von Just Spices nehme, dass ich ja auch diese Bottiche habe quasi, ne? Nun ja, okay. Hier hätte man auch noch alternativ was anderes drin haben können, und zwar Bio Braten Magic Food Finisher. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen. Da eskaliert mein Handy gerade. Es tut mir sehr, sehr leid. Es ist gerade eine sehr aktive Phase, ihr wisst, ne? Die Adventskalender sind echt in der heißesten Phase überhaupt und dementsprechend geht hier gerade ein bisschen die Post ab. Und Snack and Enjoy ist übrigens das Motto von diesem Monat. Hier habe ich was drin. Gut, von Lavazza Qualita Rossa. Ich weiß nicht, wie viel sind denn da drin? 10 Stück. So Kapseln, ne, die man halt für so einen Lavazza Kaffeeautomaten nehmen kann, habe ich jetzt so nicht. Also wir haben eine Maschine, da kannst du sowohl Bohnen reinmachen als auch gemahlenen Kaffee, aber wir haben nicht die Möglichkeit, solche Kapseln zu verwenden. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ne? Also wenn du halt Kaffeepulver oder Kaffeebohnen in so eine Box mit reinmachst, erreichst du, glaube ich, mehr potenzielle Nutzer von dem Produkt als halt bei diesen Kapseln. Ne? Naja, aber ich muss auch gerade echt überlegen, ob ich irgendwen bei uns in der Familie oder im Freundeskreis kenne, die so eine Kapselmaschine haben. Ich glaube nämlich nicht. Naja, machen wir weiter mit einem Produkt, was wir immer wieder gerne im Backup hier haben. Von Hela ist das der originale Tomatenketchup ohne Zuckerzusatz. Das ist einer, der nicht so süß ist und der auch ein bisschen, ja, der ist halt richtig tomatig, weil du hier dieses 82% Tomatenmark drin hast. Das schmeckt ein bisschen anders. Ist jetzt zum Beispiel gesünder, würde ich mal so sagen, als herkömmliche Tomatenketchups, aber vielleicht nicht unbedingt so lecker. Also ich esse das ganz gerne und kann man auch gut für Pommes und so weiter nehmen. Aber ich, das ist auch ein bisschen crazy, ich esse mir manchmal so Nudeln mit Ketchup einfach, ne? Oder Nudeln mit Marmelade, Nudeln mit Zucker, Nudeln mit dies, das, Ananas. Und da mag ich tatsächlich lieber den süßeren Ketchup. Aber eigentlich würde wahrscheinlich dieser richtige Tomatenketchup da besser zu passen. Nun, ja, da haben wir wie viel drin? 300 Milliliter, ja. Da kommt es aber auch wirklich eine gute Weile mit aus. Haben wir öfters mal in Boxen drin, ne? Dann habe ich hier die Vita-Cola Original mit Zitrusgeschmack. Das wird meinem Freund sehr gefallen, weil der auch so ein Vita-Malz-Fan ist. Und da sind ja ganz normal 330 Milliliter drin. Ne? Und ich glaube, wenn ich ihm das gleich unten in den Kühlschrank stelle, ich kann gar nicht so schnell gucken, wie er sich die Dose dann wahrscheinlich daraus holen wird. Weil ihn das auch immer sehr interessiert. Ne? Ich mag nicht so gerne Vita-Malz. Ich weiß nicht, ob das einfach von der ähnlichen Firma ist oder so. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist nicht so unbedingt mein Vibe, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was hingegen aber mein Vibe sein könnte, das sehe ich öfters mal im Laden. Hier ist tatsächlich Gönnergy drin. Wie cool ist das denn? G steht für gönnen, ja. Eiskalt genießen, Sweet Lemon Geschmack. Ui, 500 Milliliter sind hier drin. Das finde ich ja nice. Mein Freund hat sich, glaube ich, schon öfters mal so ein Gönnergy getrunken.
Ich aber noch nicht. Da gibt es auch unterschiedliche Sorten. Oh, man hätte auch drin haben können Juneberry Jam. Und ich habe Sweet Lemon. Naja, ne, ist wie es ist. Komm, wir probieren das mal. So. Ich nehme mal einen Strohhalm. Da. Bing, bing, bing. Genau. Schmeckt tatsächlich gut. Mhm. Aber ich glaube, wenn ich den Strohhalm jetzt drin lasse, dann kommt das alle hoch, ne? Muss ich gleich in Ruhe mal umfüllen in ein Wasserglas oder so. Das finde ich lecker. Okay, dann haben wir hier von Lavazza auch noch was mit drin. Und zwar Terra Bio Organic for Planet. Was bist du? 6 von 10. Ist das vielleicht Kaffeepulver? Das wäre natürlich cool, dass die hier sowohl als auch reingepackt haben, ne? Auch für die Leute, die halt entsprechend halt nicht jetzt unbedingt so eine Kapselmaschine haben. Das ist jetzt hier so gar nicht aufgeführt. Möglicherweise ist das mit drin, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Alternativprodukt oder so. Weil manchmal ist es so, dass halt diejenigen, die die Box zugeschickt bekommen, ne, auch die Möglichkeit haben, euch die Alternativen vorzustellen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Goodie. Ja, schön. 50 Gramm Organic Ground Kaffee. Das finde ich toll. Das kann ich nämlich verwenden. Das geht bei uns rein. Wir haben so ein Pulverfach extra dafür. Dann habe ich hier was drin, die finde ich ja richtig lecker. Oh mein Gott, mit Pistazie. Von Sportness. Das ist eine eigene Marke von DM. Protein 34%, Riegelmiss, Pistachio, Karamellgeschmack, 40 Gramm. Oh Gott. Oh mein Gott, ja. Oh Gott, ja. Ja, ich will dich gleich vernaschen. Denn wir haben so außen drumherum auch so eine weiße Schokolade, die dann wahrscheinlich auch so ein bisschen pistazienmäßig ist. Mir läuft das Wasser gerade im Mund zusammen. Ich werde das gleich in der Drehpause einfach mal essen. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Das finde ich richtig toll. Dann habe ich hier noch was zum Trinken und zwar Smirnoff Ice Original Crisp Citrus with the Classic Taste of Lemon. Da sind 10% Alkohol drin. Damals hat man dazu gesagt, das ist ein Alkopop. Waren die nicht mal irgendwann dann entweder verboten oder super teuer gemacht worden? Weiß ich gar nicht. Aber das werde ich mir mal demnächst probieren. Definitiv jetzt nicht während des Drehs, weil ich trinke sonst keinen Alkohol. Aber ich wollte es einfach mal so dann... also das wurde nämlich verboten, kurz bevor ich in das Alter gekommen bin, wo ich sowas hätte kaufen können. Und genau, deswegen habe ich das nie probiert. Und wenn ich dann halt immer so mit meinen älteren Freunden rede, also die halt auch einfach ein paar Jährchen älter sind und das dann halt quasi auch getrunken haben, die schwärmen da immer so von, wie lecker das war, habe ich nie getrunken. Nie. Guck mal, hier habe ich nämlich auch das Alternativprodukt. Mensch, das hätte ich doch eben erst aufmachen können, denn ich trinke mir jetzt nicht einen Liter Energy, Leute. Das ist der Gönnergy in Juneberry Jam Geschmack. Das finde ich richtig toll. Genau, das ist dann die Alternative zu dem, den ich euch eben gezeigt habe. Und dann hat man halt entweder oder im Paket, ne? Genau. So, dann habe ich hier auch noch was mit dabei. Das ist aber, glaube ich, auch eine Probe, die man hier als Goodie quasi drin hat, weil die auch nicht preislich... Doch, die ist aufgeführt. 59 Cent kostet so ein Sashi, okay. Interessant. Das ist Mazzetti Aceto Balsamico. Ja, einfach mal so ein Balsamico-Essig, ne? Kann man eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Wir haben jetzt so von meiner Schwiegermama relativ viele Tomaten und so bekommen. Da kann man auch schön Tomate-Mozzarella machen, das so ein bisschen drüber machen. Und dann hat man ja auch direkt so einen kleinen Geschmack mit dabei. Finde ich super. Dann habe ich hier noch was mit drin enthalten, auch von Lavazza. Ach, guck mal. Die haben hier alles, was sie haben, einmal reingepackt offensichtlich. Das finde ich aber cool. So wie ich mich eben über dieses Dings beschwert habe, haben wir dann die anderen beiden offensichtlich als Goodie mit dazu bekommen. Ich hoffe, dass es nicht alternativ ist, ne? Dass ich euch jetzt nicht einen erzähle. Muss ich nochmal recherchieren oder schreibt mir das gerne, falls ihr die Box auch selber im Abo habt. Denn hier ist gleich noch was anderes von Lavazza mit drin. Also preislich nicht aufgeführt, deswegen gehe ich von einem Goodie aus. Intenso. Das ist richtig toll. Das werden wir auch definitiv sehr, sehr schnell dann bei uns in dem Kaffeevollautomaten drin haben. Also wir haben sowohl die Möglichkeit, genau, wir haben auch noch eine PET-Maschine. Also wir haben eine PET-Maschine, wir haben die Möglichkeit, in einer Maschine sowohl Bohnenkaffee als auch Filterkaffee zu machen. Wir haben auch normalen Filterautomaten, wenn halt großer Besuch kommt oder so, ne? Aber wir haben kein Kapselgedöns. Aber wir sind halt echt Kaffee-Junkies, kannst du auch nicht anders sagen, ne? genau, und hier sind dann 100 Gramm drin, das ist auch dann wahrscheinlich einfach eine Probiergröße. Und dann ist hier halt auch noch mit drin in diesem Paket, hier vor Kuba Organic Ground Coffee 50 Gramm haben wir halt nochmal so als Filterkaffee hier mit dabei, ne?
Also finde ich von Lavazza total toll, dass die dann halt auch diese Vielfalt mitliefern. Und letztendlich ist ja nur aufgeführt, dass... Das ist verwirrend. Die verwirren mich schon wieder. Das schaffen die ständig. Okay, und von diesem Aceto Balsamico haben wir übrigens zwei Sachets drin. Deswegen habe ich das eben wahrscheinlich auch zweimal aufgeführt. Genau, ist aber genau der gleiche. So, meine Güte, dieses Mal ist so viel drin. Das ist wahrscheinlich, weil Lavazza hier so viel reingepackt hat. Da haben wir hier von Mutti dieses Pesto mit drin. Das finde ich auch richtig toll, auf Nudeln wieder, ne? Arancione aus perfekt gereiften Tomaten. Das ist mit Paprika und mit Mandeln und mit Parmesan und mit Tomaten. Das sieht richtig lecker aus. Also sowas habe ich immer gerne bei uns in der Vorratskammer, muss ich wirklich sagen, dass ich das mal eben schnell mir machen kann, ne? Und da einfach nicht viel Zeit investieren muss, um zu kochen, denn da habe ich einfach gerade aktuell nicht so viel Zeit für. Da ist mein Freund dann hauptsächlich derjenige, der es Gott sei Dank macht, einfach weil er es auch gerne macht, ne? Genau, und dann habe ich hier noch was richtig gut Eingepacktes, und zwar von Marza Guava Fruit Drink. Go on, you deserve it. Das ist einmal dieser hier, also ein Guavengetränk. Das finde ich auch spannend. Stelle ich mir hier oben in den Kühlschrank, dass ich das dann demnächst mal trinken kann. Alternativ hätte man auch noch Mango mit dabei haben können, steht hier im Heftchen. Und ja, das ist dann auch sehr, sehr fruchtig, ne? Und ich bin hier oben aktuell ja super viel, dementsprechend rede ich viel und da muss ich auch sehr viel trinken. Das kommt für mich jetzt ganz gut, dass hier so viele Getränke auch drin sind. Habe ich hier die Alternative drin? Nee, das ist nochmal was anderes. Boah, die Box ist dieses Mal richtig prall gefüllt. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Ja, Julius ist jetzt eigentlich aus dem Gläschenalter raus. Trotzdem haben wir hier noch die Möglichkeit, ihm einen guten Morgen-Porridge-Früchtejoghurt zu geben. Und falls ihr keine Kinder habt, kann ich euch nur sagen, esst diese Gläschen selber. Ich weiß noch damals in der, wann war das? 9. oder 10. Klasse, in der 10. Klasse, da hatten wir immer zwischen der 6. und 7. Stunde so eine Dreiviertelstunde Pause. Und dann sind meine Freundin und ich oder mehrere Freundinnen und ich dann immer zum Bäcker gegangen oder zum K&K gegangen, also zum Supermarkt. Und dann haben wir uns halt irgendwie so einen Snack geholt. Und wir hatten ja noch nicht irgendwie die Möglichkeit, irgendwas warm zu machen. Also wir hatten halt noch keinen Oberstufenraum, weil das war halt in dem Zeitraum noch nicht, weil wir ja Mittelstufe waren. Und ja, dann haben wir uns auch solche Hip-Gläschen geholt oder halt auch Hip-Gläschen, die man sich normalerweise warm macht, aber die haben wir dann kalt gegessen. Das war echt weird damals. Oder halt diese typischen Pizza auf der Hand gedönsen, ne? Die man auch beim Bäcker bekommen hat. Die gibt es auch gar nicht mehr so. Naja, auf jeden Fall habe ich das damals auch wirklich öfters mal gegessen. Und ich mag das. Das Einzige, was ich nie so gerne mochte, war, wenn das halt wirklich mit krass viel Banane war. Aber das hier war mit, also ich mag Banane, aber ich mag es nicht so gerne in den Gläschen. Das hier ist nämlich irgendwie mit Maracuja, mit Birne, mit Apfel. Könnte mir persönlich auch mal schmecken, ne? Und die haben auch andere Verpackungsmöglichkeiten. Das ist auch nachhaltiger geworden, muss man sagen. Dann haben wir hier noch drei Sachen drin. Auch das hier ist für mal eben schnell, aber nicht ganz so gesund. Knorr Pasta Snackpot Mac and Cheese Jalapeno in 5 Minuten. Ja, so eine typische 5-Minuten-Terrine. Das wirft mich persönlich zurück in unsere Ausbildung. Ich glaube, die darf ich alleine essen. Dann haben wir hier auch noch drin von Manna, diese Neapolitana. Also da haben wir auch ordentlich was hier, weil ich von der lieben Caro mal ein riesengroßes Paket bekommen habe, wo ganz viele auch von den Mannas mit drin waren. Und auch von der lieben Followerin, dementsprechend habe ich ja auch ordentlich noch unten. Aber zum Beispiel mein Schwiegerpapa in Spee und seine Frau, die mögen die richtig gerne. Also wenn die dann vorbeikommen, dann freuen die sich immer drüber, wenn die dann auch auf dem Tisch stehen haben. Es ist alles wild, ne? Und dann haben wir hier noch was drin, was ich persönlich auch sehr, sehr feier. Ich weiß auch nicht, ich mag das einfach gerne. Kinder Crunchy Kokos haben wir, Cookies haben wir hier drin. Das sind einfach Cookies. Ne? Also ich glaube aber, dass die mein Freund wegnaschen wird, weil der steht total auf Cookies. Da sind 8 Stück drin und genau, das kann man sich halt auch einfach mal so snacken. Und das ist ja auch genau das Motto von der Box, Snack and Enjoy. Die haben ja einfach super viele, nicht ganz so gesunde Lebensmittel reingepackt, aber ich finde es toll. Also ich habe jetzt hier keine Grundnahrungsmittel, was wir normalerweise sehr, sehr viel in dieser Box halt auch mal so finden. Ne? Aber ich fühle mich so ein bisschen wie ein Kind im Süßigkeitenladen und ich feiere das total. Schreibt mir gerne, wie ihr das seht, in die Kommentare. Da können wir uns gerne austauschen. Und in der Infobox ist natürlich auch ein Link zu der Box, wenn ihr Interesse dran habt, ne? Genauso wie die Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel. Und dann nochmal der Code Claudi ist auch nochmal aufgeführt. Ja, das wäre es ja schon wieder gewesen, Leute. Ne? Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.